Und ich möchte euch und Ihnen jetzt einen kleinen Einblick geben in diese bunte Welt des anderen Wirtschaftens, einen kleinen allgemeinen Einblick und dann anhand von verschiedenen einzelnen Beispielen einfach mal zeigen, was es da an Wegen, Möglichkeiten, Erfahrungen, Schwierigkeiten auch gibt, zu der Frage, was vielleicht fördernde Rahmenbedingungen sein könnten, was eine Stadt auch für ein anderes Wirtschaften tun könnte, erzähle ich dann gerne vielleicht später in kleinen Gruppen auch noch was. Das hätte jetzt diesen Rahmen von so einer Einführung erstmal gesprengt. Ja, ich lege mal einfach los. Ach so, und was ich noch vergessen habe, ich bin vom Netz, aber ich bin auch von der Kontraste Monatszeitung für Selbstorganisation. Die habe ich leider jetzt keine Hefte mitgebracht, aber die lässt sich auch im Internet finden, Kontraste mit C. Wir werden dieses Jahr 30 Jahre alt und berichten also über diese Welt der Selbstorganisation in Wirtschaft und Gesellschaft, also eher über die kleinteiligen, nischigen, alternativökonomischen Zusammenhänge. Soweit vielleicht. Ja, anderes Wirtschaften, sozial, ökologisch, demokratisch, ist in den letzten Jahren unter dem Begriff solidarische Ökonomie oft diskutiert worden, aber es ist nicht der einzige Begriff dafür. Wie kommt es ausgerechnet zu diesem Begriff solidarische Ökonomie? Wir, sprich einen Kreis verschiedener Träger und Kooperationspartner und Partnerinnen, unter anderem eben auch Netz und Kontraste, mit der Bewegungsakademie in Berlin 2006 diesen Kongress Solidarische Ökonomie organisiert, um anzubieten für die breiter werdende Diskussion um anderes Wirtschaften einen Begriff, unter dem sich vielleicht möglichst viele auch finden können. Es gab dann auch schon zwei Solidarische Ökonomie-Kongresse in Wien. Also dieser Begriff ist auch bekannt geworden, der ist aber auch nicht so klar und eindeutig definiert eigentlich. Es gibt auch einen weltweiten Verband solidarischer Ökonomie oder solidarischer sozialer Ökonomie, es werden oft auch beide Begriffe verwendet, RIPES. Also es ist ein Begriff für anderes Wirtschaften, der gerade ein bisschen bekannter geworden ist, aber ich glaube, weniger als auf die Begriffe kommt es eigentlich auf die Sachverhalte, auf die Inhalte an, und über die möchte ich vor allem heute sprechen, denn Wirtschaft, ich erlebe es oftmals, gerade so in sozialen Bewegungen von Leuten, die jetzt eben nicht so ein reines wirtschaftliches Interesse haben, ein gewisses Fremdeln mit Wirtschaft, mit Ökonomie, so dass es das andere, das, womit wir vielleicht nichts zu tun haben wollen, das, was irgendwie nicht so gute Ziele verfolgt oder so. Und als Betriebswirtin nun möchte ich eigentlich auch gerne mich einsetzen für eine eigene Definition von Wirtschaft, nochmal ein bisschen grundlegender zu überlegen, was ist Wirtschaft, was ist Ökonomie, denn ich denke, ohne Wirtschaft könnten wir ja auch nicht leben. Alles, was wir am Leib tragen, was wir essen, was wir hier an Gerätschaften haben, das Dach über dem Kopf, alles sind ja Ergebnisse von Wirtschaftsprozessen. Nämlich davon, dass Menschen mit ihrer Arbeitskraft, dank ihres Arbeitsvermögens, ihrer Kreativität und Erfindungsgabe, aus den natürlichen Ressourcen die Dinge herstellen, die Menschen zum Leben brauchen. Das ist im Kern Wirtschaft. Das sind all die Sachen, die unabdingbar notwendig sind, damit es uns möglichst gut geht. Dann hängen natürlich unendlich viele Fragen daran, zum Beispiel die ganze Frage der Ressourcen, wer hat eben Zugriff auf die Ressourcen, wie werden sie gepflegt, wie werden sie bewirtschaftet, so erhalten, dass man auch nachhaltig sie nutzen kann. Und ganz wichtig die Frage der Arbeit, es gibt einen Ansatz bei Gewerkschaften zum Beispiel der guten Arbeit, das ist kein akademisches Konzept, sondern Befragung von Beschäftigten, was sie für sich selber definieren als gute Arbeit. Ein Aspekt, wie arbeiten Menschen in der Wirtschaft, aber auch die Frage der ganzen Arbeit, denn Arbeit ist sehr viel mehr als nur Erwerbsarbeit. Mehr als 50% der Arbeit weltweit wird in informellen Sektoren, in Familien, in Gemeinschaften gemacht, meist von Frauen, jenseits der Erwerbsarbeit. Also da hängen an diesem Verständnis von Wirtschaft hängen sehr, sehr viele Fragen dran. Wirtschaft oder Ökonomie ist ein Teil des Begriffspaars solidarische Ökonomie, der andere Begriff Solidarität, eher etwas, was vielen Leuten gefällt, was ein schönes, warmes Gefühl gibt. Solidarität bedeutet erstmal Unterstützung auf der Basis von Gegenseitigkeit, also
zwei oder mehr Menschen stehen gegenseitig füreinander ein. Es heißt nicht automatisch auch für andere da zu sein. Es ist nicht zu verwechseln mit Wohltätigkeit im Sinne von Charity oder auch nicht automatisch soziale Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, sondern es ist dann schon auch die Frage bei der Solidarität, wer ist denn mit wem solidarisch? Um wessen Interessen geht es? Um welchem Interesse tun sich Menschen zusammen, um miteinander solidarisch zu wirtschaften? Und gegen wen richtet es sich möglicherweise auch? Denn nur, dass man untereinander zusammenhält, gar in korrupten, mafiösen Strukturen, wie auch immer, das ist ja nicht immer schön. Es kommt ja immer auf die Interessenslage an und auf die soziale Wirkung. Also auch Solidarität ist, wie eigentlich alle Begriffe, kann sehr Unterschiedliches bedeuten. Und ich denke, das Wichtigste ist immer hinterzugucken und zu fragen, was ist eigentlich mit welchem Begriff auch gemeint, wenn man sich darüber austauscht. Dieser Begriff solidarische Ökonomie stammt meines Wissens vom chilenischen Ökonomen Luis Raceto, der in den 70er und 80er Jahren untersucht hat, wie in Krisenzeiten Menschen es geschafft haben, obwohl sie keine betriebswirtschaftlichen Kompetenzen hatten, oft kein Geld, in Notsituationen gelebt haben, trotzdem sich zu versorgen. Für sich, für ihre Familien, ihre Gemeinschaften, das irgendwie zu organisieren, was sie halt zum Leben brauchten. Er hat diesen Faktor, der dazu verholfen hat, dass diese wirtschaftliche Selbsthilfe funktioniert hat, den Faktor C genannt, weil er auf Gemeinschaft basiert und weil die, kann man erkennen, ne? Weil die sieben Faktoren, die er erkannt hat als entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg dieser Unternehmungen, alle im Spanischen mit C beginnen. Also die Zusammenarbeit, Freundschaft, das Teilen, das Charisma, die Gemeinschaft, die Einheit in der Vielfalt und die Kollektivität. Der Faktor C, der Menschen befähigt, also das Miteinander, was Menschen befähigt, auch wenn sie sonst keine Voraussetzungen haben, die man vielleicht für ein Unternehmen bräuchte, trotzdem sich versorgen zu können. Wirtschaftliche Selbsthilfe folgt im Prinzip dem Genossenschaftsgedanken, nämlich dem genossenschaftlichen Identitätsprinzip. Das heißt, dass Menschen für sich selber im Grunde zur Selbstversorgung etwas tun. Also zum Beispiel, indem eben in einem selbstverwalteten Betrieb es nicht mehr die Betriebsinhaber, Inhaberin gibt und die Beschäftigten, sondern ich arbeite halt in meinem eigenen Betrieb, gleichberechtigt mit all den anderen. Uns gehört der Betrieb gemeinsam, wir treffen die Entscheidung gemeinsam. Oder indem in einem selbstverwalteten Hausprojekt zum Beispiel man eben den gemeinsamen Wohnraum anteilig nutzt für sich, aber selber eben gleichzeitig auch in der Rolle des Vermieters letzten Endes ist. Aber auch, wenn Menschen zum Beispiel jetzt für sich Lebensmittel produzieren oder was auch immer. Also erstmal so im Kern des Genossenschaftsgedankens, das Identitätsprinzip, dass diese Rollen und auch diese Interessensgegensätze aufgehoben sind, man für sich selber wirtschaftet. Aber natürlich dann im realen Leben, wie man ja auch oft sehen kann, natürlich Genossenschaften oftmals auch am Markt agieren, also sie arbeiten nicht automatisch, auch genossenschaftliche Unternehmungen in anderen Rechtsformen arbeiten jetzt nicht nur in jedem Fall für die Mitglieder, aber das ist ein Kerngedanke wirtschaftlicher Selbsthilfe. Menschen tun etwas miteinander für sich. Es geht also um eine Wirtschaft zur Erfüllung von Bedürfnissen und es geht dabei nicht um eine Wirtschaft, die vorrangig und in erster Linie der Gewinnerzielung dient, wobei Gewinn dann auch in der herkömmlichen Wirtschaft ja oftmals und gerade noch, wenn es jetzt um eine investorengetriebene Ökonomie geht, dann oftmals der Gewinn eben privat angeeignet wird, auch als Profit. Das ist nochmal vielleicht eine kleine Unterscheidung. Man wird vielleicht oft Gewinne machen in einer, auch in einer anderen Ökonomie. Gewinn ist nicht per se etwas Schlechtes, man braucht auch Gewinne vielleicht, um zu investieren, vielleicht gibt es auch sowas wie gerechten Gewinn, also da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen auch zu. Aber ein entscheidender Punkt ist schon, was passiert mit diesem Gewinn? Also bleibt der im Unternehmen, kommt der gesellschaftlichen Zwecken zugute oder eignen sich das Einzelne individuell an? Das ist ein weites Feld, aber ich will es für im Moment erstmal dabei belassen. Neben diesem Begriff solidarische Ökonomie gibt es viele andere für anderes Wirtschaften, Social Economy, eben Genossenschaften, die schon genannten, Commons, Gemeinwohlökonomie oder feministische Ökonomien. Ich werde ganz kurz darauf eingehen. Social Economy ist ein Begriff, der vor allem auf europäischer Ebene oft verwendet wird.
der meint, Genossenschaften, Vereine, Stiftungen und ähnliche Organisationen. Vereine und Stiftungen sind eher ideell ausgerichtete Organisationen, die aber oftmals trotzdem ja wirtschaften, also sprich mit Geld, mit Ressourcen und mit Arbeitskraft umgehen. Genossenschaften sind Wirtschaftsunternehmen, die also wirtschaftlichen Zielen dienen, aber wirtschaftliche Ziele eben nicht gleichzusetzen mit Gewinnerzielungsabsicht. Das, glaube ich, ist einer der Grundgedanken anderen Wirtschaftens. Das eigene Verständnis von Wirtschaft mal abzukoppeln von der vorrangigen Gewinnerzielung. Zu sagen, Wirtschaft dient Bedürfnissen. Ja, die schon erwähnten Genossenschaften seit etwa 200 Jahren, oder wahrscheinlich gibt es sie eigentlich schon immer, aber seitdem in der Literatur und genossenschaftlichen Geschichtsschreibung verzeichnet, nach dem Prinzip der Kooperation statt Konkurrenz miteinander wirtschaften. 2012 war ja das internationale Jahr der Genossenschaften, jetzt wurde die Dekade der Genossenschaften ausgerufen und es sind, denke ich, auch ganz spannende Organisationen, die sich als Genossenschaften zusammenfinden, aber natürlich auch kritisch, gerade in Deutschland, mit der Prüfungspflicht zum Beispiel, die es für kleine Genossenschaften oft ganz schwer und auch teuer und mühsam macht, sich zu gründen. Also eine Genossenschaft kann nur werden, eine Organisation, die sich einem genossenschaftlichen Prüfungsverband anschließt für eine Gründungs- und auch für eine fortlaufende Prüfung. Es sind auch nicht alle Genossenschaften jetzt wirklich demokratisch organisiert, also gibt es auch viel Kritisches zuzusagen und das, denke ich, gilt immer und grundsätzlich. Und auch das ist mir ein Anliegen eigentlich rüberzubringen. Es gibt nicht die eine Antwort auf die vielen, vielen Fragen, mit denen wir auf Wirtschaft gucken können, sondern es gibt viele Ansätze, die jeweils in sich immer auch Widersprüche haben. Und das ist ja auch okay, darüber auch zu sprechen. Ein bisschen ähnlich dem Genossenschaftsgedanken und eigentlich mehr eine Perspektive des Draufschauens auf anderes Wirtschaften ist der Commons-Ansatz, Commons-Gemeingüter. Eleanor Ostrom, die leider verstorbene US-amerikanische Wissenschaftlerin, hat den Wirtschaftsnobelpreis 2009 bekommen für ihre Commons-Forschung. Sie hat untersucht in der ganzen Forschungsgruppe über viele, viele Jahre weltweit, auch wie es Gemeinschaften von Menschen gelingt, ihre Ressourcen auf Basis gemeinsamer Regeln dauerhaft so zu bewirtschaften, dass diese Ressourcen eben nicht zerstört werden. Da hat er sehr interessante Ergebnisse herausgezogen und auch so ein paar Grundlagen entwickelt, wie, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, dass eben Ressourcen nicht übernutzt, nicht zerstört werden. Das ist ein sehr, sehr spannender Ansatz, drauf zu gucken. Und die Commons-Diskussion nimmt ja auch zu, auch hier in Deutschland mittlerweile. Ein anderer Ansatz, vielleicht Gemeinwohlökonomie von dem Christian Felber, der aus Österreich kommt. Da geht es darum, in der Bilanzierung eines Unternehmens, also nicht nur die üblichen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu erfassen, sondern genauso auch den sozialen, ökologischen und demokratischen Nutzen eines Unternehmens zu erfassen, zu bewerten, darzustellen, vergleichbar zu machen, um eben dahin zu kommen, dass Unternehmen eben nicht nur sich selber dienen, sondern auch der Gesellschaft. Auch anderes, auch alternatives Wirtschaften, auch gerade im Genossenschaftsbereich, ist eine Männerdomäne. Ich kann es Ihnen versichern und leide mein Leben lang darunter, dass es wenige Frauen gibt, die in diesem Bereich unterwegs sind. Das ist ganz bedauerlich. Aber es gibt auch aufgrund dessen, auch aufgrund dieser Kritik, auch oft sehr patriarchaler Diskurse, auch in der alternativen Ökonomie, hat sich recht frühzeitig schon eine Richtung der feministischen oder mehrere Richtungen eigentlich feministischer Ökonomien entwickelt, was ich ganz spannend finde, was auch zunehmend stärker wieder diskutiert wird. Es war ja kürzlich gerade die große Care-Revolutions-Aktionskonferenz in Berlin und da gibt es also ganz viel theoretische und auch praktische Ansätze anderen Wirtschaftens, wo Frauen nochmal mit einer besonderen Perspektive draufschauen. Hier in Leipzig wird ja im September die Degrowth-Konferenz stattfinden. Auch das ist nochmal eine spezielle Perspektive, die eben die Kritik an der Wachstumsreligion eigentlich, die ja hier immer noch komischerweise überwiegend gepredigt wird von Politik und öffentlicher Meinung, das mal anzukratzen, in Frage zu stellen und zu sagen, vielleicht geht es gerade mal darum, dieses Wachstum zurückzunehmen, wenn wir und auch zukünftige Generationen auf Dauer auf diesem Planeten vernünftig leben wollen. Ja, es gibt noch viele andere Begriffe sicherlich, aber das waren mal so einige, um ein bisschen drauf zu gucken.
für anderes, für nachhaltiges Wirtschaften mit dem Ziel eben einer globalen und auch einer Gerechtigkeit und einer Gerechtigkeit auch zwischen den Generationen. Und ich denke, für uns, die wir hier in diesem privilegierten Norden leben, ist es ja noch relativ komfortabel, auch wenn es hier natürlich auch zunehmende soziale Spaltung gibt. Aber anderswo auf der Welt ist es ja, wie alle wissen, und schon mittlerweile so, ja, oder eigentlich schon immer dermaßen katastrophal, dass eigentlich es eher 5 nach 12 als 5 vor 12 ist, über eine andere Ökonomie nachzudenken. Und von daher diese Frage der Nachhaltigkeitsaspekte, das Soziale, das Ökologische und das Ökonomische ist das eine, aber es ist ja die Frage, wie kommen wir eigentlich dahin, auch wie demokratisch kann das gestaltet werden? Meines Erachtens ist die Demokratie so ein Querschnittthema in dieser ganzen Nachhaltigkeitsfrage. Wer trifft denn eigentlich all diese Entscheidungen darüber, was hergestellt wird, in welchen Mengen, mit dem Einsatz welcher Ressourcen? Auch wie wird es hergestellt? Welchem Energieeinsatz zum Beispiel, wie wird gearbeitet, ganz entscheidend, und wie werden eigentlich die Produkte oder auch die Leistung dieser Arbeit nachher verteilt unter denjenigen, die diese Dinge brauchen. Also die Marktwirtschaft ist ja keine Religion und kein Naturgesetz, nichts, was irgendwie vom Himmel gefallen ist, sondern auch das ist gemacht, von Menschen gemacht, und ich denke, dass das schon immer wieder eine sehr wichtige Frage ist, was brauchen Menschen eigentlich zum Leben und wie entsteht das? Und wie kommt es zu den Menschen? In diesen vielen Bereichen und bei diesen vielen unterschiedlichen Fragen, die sich stellen, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Lösungsansätze. Es gibt zum Glück, würde ich auch sagen, nicht die eine Antwort. Es gibt nicht das, wo man sagen kann, so, das ist es jetzt, sondern es gibt eine Vielfalt und es gibt auf dem ganz breiten Feld der vielen, vielen Fragen da drin auch sehr unterschiedliche Antworten, auch sehr kleine Antworten. Und es wird, glaube ich, kein Unternehmen, kein alternatives Projekt es hinkriegen, wirklich all diese Fragen zu beantworten. Und das ist auch, denke ich, okay. Insofern ist auch jede Praxis natürlich mit Fehlern, mit blinden Flecken versehen. Aber es ist auch spannend, halt drauf zu gucken, wo gibt es genau diese Ansätze, etwas anders zu organisieren. Und da rein möchte ich jetzt unter diesen Aspekten Arbeit, Ernährung, Daseinsvorsorge, Technologie und Wohnen ein paar Einblicke in alternative Praxisbeispiele geben. Arbeit. Früher in den alternativen Ökonomien ging es ja vorrangig eigentlich bei Kollektivbetrieben und anderem Arbeiten auch darum zu sagen, wir wollen ohne Chef und Staat arbeiten, uns nicht sagen lassen, uns selber entwickeln, entfalten, miteinander kooperieren, so wie wir das für uns als richtig und gut empfinden. Es gibt diese Szene der Kollektivbetriebe immer noch und es gibt sie auch wieder stärker. Es entstehen auch neue Kollektivbetriebe. In Berlin gibt es ein Kollektivbetriebe-Netzwerk. Zum Beispiel übernächstes Wochenende gibt es eine Kollektivbetriebe-Fahrradtour. Und da entsteht wieder ganz viel neu. Das finde ich ganz spannend. Es gibt aber auch eine Entwicklung, das hat die Sibylle Plockstedt, die aus der feministischen Ökonomie kommt, mal in einem Buch so genannt, vom Kollektiv zur Einzelunternehmen, vom Frauenbetrieb zur Einzelunternehmerin oder so. Es gibt diese Tendenz zum selbstständigen Arbeiten, zu den kleinen Freelancern, Freelancerinnen, Einzelunternehmern und Unternehmerinnen, die mehr oder weniger prekär einmal für sich wirtschaften, aber dann natürlich meist auch in irgendwelche kooperativen Zusammenhänge eingebunden sind, weil ganz alleine kann eigentlich kaum jemand wahrscheinlich überleben an diesem Markt. Und daraus entwickeln sich aus den Kooperationen mitunter vielleicht quasi kollektive Strukturen, aber es ist schon ein Unterschied, ob man natürlich in einer Organisation verbindlich Tag für Tag zusammenarbeitet oder punktuell vernetzt ab und zu gemeinsam kooperiert. Diese Frage, wie möchte ich eigentlich meine eigene Arbeit entwickeln, mein eigenes Arbeitsvermögen entfalten, versuchen wir, also ich gehöre diesem Verein aber eher etwas passiv auch mit an, in der Workstation Ideenwerkstatt zum Beispiel zu ermöglichen, indem wir Freiräume versuchen zu organisieren für Leute, die herausfinden möchten, was möchte ich eigentlich wirklich, wirklich tun in meinem Leben, was ist für mich die Aufgabe, worin bin ich gut, was macht mir Freude. Unter anderem sind wir auch so ein Dach über vielen Gartenprojekten in Berlin. Arbeit kann aber auch ganz anders organisiert werden. Zum Beispiel in
Genossenschaften. Ich gucke mal in jedem Bereich auch noch mal kurz hier über die Grenze. Zum Beispiel im spanischen Baskenland, im Genossenschaftsverbund Mondragon, arbeiten ungefähr 85.000 Menschen weltweit in angeschlossenen Unternehmen. In den 50er Jahren wurde diese erste Ausgangsgenossenschaft von einem Jesuitenpater initiiert und gegründet mit ein paar wenigen Leuten. Es ist so expandiert, dass es heute der größte Industriegenossenschaftsverbund weltweit ist. Es gibt aber nicht nur Industriebetriebe, sondern auch Supermärkte, eine eigene Bank, eine eigene Universität, eine geringere Lohnspreizung als in der Wirtschaft normalerweise üblich. Das heißt, auch im Management wird ja maximal das Achtfache verdient von dem, was einfache Arbeiter und Arbeiterinnen verdienen. Wenn man sich jetzt also in großen Konzernen anderswo anguckt, wie da die Lohnspreizung ist, da geht die ja auch schnell sogar in dreistellige Bereiche. Also das finde ich zum Beispiel recht beachtlich dort. Diesem Verbund gehören knapp 300 Unternehmen an, davon ist allerdings nur ein Teil sind Genossenschaften. Viele Firmen weltweit, mittlerweile ist Mondragon in sämtlichen Kontinenten vertreten. Die meisten Tochterfirmen sind selber keine Genossenschaften, was viele unterschiedliche Gründe hat. Die erste Genossenschaft ist allerdings im Baskenland selber leider letztes Jahr auch in die Insolvenz gegangen. Fago Electrodomesticos, eine Genossenschaft, die Haushaltsgeräte herstellt, was anscheinend ja, möglicherweise in Europa auch nicht mehr kostendeckend funktioniert angesichts dieser Weltmarktsituation. Also auch Genossenschaften sind natürlich kein Garant dafür, auch wenn sie seltener pleite gehen als andere Firmen. Sie sind kein Garant für Stabilität, aber sie bergen schon, denke ich, auf jeden Fall mehr Potenzial für Stabilität, weil sie eben auf vielen, vielen Beinen ruhen. Im Moment wird dort auch viel um genossenschaftliche Werte diskutiert, weil durch diese Expansion, durch diese weltweite Tätigkeit als Konzern natürlich auch eine sehr strikte betriebswirtschaftliche Orientierung da sein muss. Andererseits die Frage, wie verträgt sich das mit der Demokratie an der Basis? Große Herausforderung und gerade aktuell eben auch seit einigen Jahren schon Stoff vieler, vieler Diskussionen dort. Ein, wie ich finde, unglaublich spannendes Beispiel, wie auch im größeren Stil versucht werden kann, nach anderen Maßgaben zu wirtschaften, als das gemeinhin so üblich ist. Der Bereich der Ernährung, auch etwas, was sehr nah an unserer persönlichen Bedürfnissituation ist. Es gibt zum Beispiel ein kleines Unternehmen in Berlin, die Schnittstelle, die verkaufen Produkte aus kollektiver Produktion, aus Deutschland, aber auch italienische Nudeln, die vom italienischen Kollektiv herkommen zum Beispiel, oder dieses Soli-Olivenöl aus Kreta von dem Bee Collective, was ein Netzwerk ist von überwiegend ganz jungen Leuten, die versuchen eben in dieser griechischen katastrophalen wirtschaftlichen Situation einmal für sich selber bezahlte Arbeit zu organisieren, aber auch mit anderen solidarisch zu sein. Also sie verschenken einen Teil des Öls, zum Beispiel an streikende Arbeiter und Arbeiterinnen. Und dieses Öl kann hier unter anderem bei der Schnittstelle oder auch bei Café Libertad auch erworben werden. Ein Ansatz, der vielleicht bekannt ist, Community Supported Agriculture oder auch unter dem Begriff solidarische Landwirtschaft bekannt, funktioniert. Da gibt es unterschiedliche Modelle auch, aber so das Grundprinzip ist erstmal das, eine Gruppe von Menschen, eine Gemeinschaft finanziert gemeinsam einen Hof, der professionell betrieben, bewirtschaftet wird. Und diese Gruppe trägt das gesamte ökonomische Risiko und der Hof gibt all seine Produkte an diese Gruppe, die dann dort aufgeteilt werden und verzehrt werden. Also das heißt, die Lebensmittelproduktion ist in diesem Modell vom Markt weggenommen und auf Basis von Solidarität in einem Kreis von Menschen teilt man sich die Ernte und muss im Zweifel, auch wenn die Ernte mal schlecht ist, nimmt also den Landwirtinnen und Landwirten das Risiko ab und trägt das Risiko selber, dass man dann gegebenenfalls vielleicht weniger hat. Und wenn es ganz viel ist, bekommt man ganz viel und kann den ganzen Freundeskreis damit beglücken. So. Ein ganz anderer Ansatz und meines Erachtens auch nicht weniger solidarisch ist zum Beispiel in Venezuela die Kooperative Cecosesola. Die gehen gerade ganz bewusst an den Markt. Also es gibt nicht das
gute oder schlechte, mit oder ohne Markt, die gehen an den Markt und versorgen den Ort Barquisimeto mit guten, günstigen Lebensmitteln, die größtenteils auch aus ihren eigenen Kooperativen kommen, ist auch ein Kooperativenverbund. Die versorgen, glaube ich, so ungefähr 250.000 Menschen, also etwa 50.000 Familien mit Lebensmitteln, haben riesige Gemüsemärkte mit einer interessanten Preisgestaltung. Da kostet nämlich ein Kilo, egal was, immer das Gleiche, damit Menschen einfach essen, was sie mögen und nicht nach Preis ausgewählt werden muss. Macht es auch ganz einfach beim Arbeiten, also man kann leicht sich einen großen Sack vollpacken, abwiegen, da können auch Leute ohne großartige Ausbildung an der Kasse dann mithelfen. Und sie diskutieren wohl sehr viel. Die haben auch noch ein Gesundheitszentrum, ein Bestattungsinstitut und verstehen sich sehr basisdemokratisch. Also ich glaube, sie diskutieren mindestens so viel, wie sie arbeiten, aber irgendwie trägt es sich. Das ist ganz, ganz spannend. Haben aber auch Probleme, also hatten jetzt auch Probleme mit Veruntreuung von großen Geldsummen und so. Ist aber ein, also wie ich finde, wie gesagt, sehr, sehr interessanter Versuch, eine andere Ökonomie zu organisieren und zwar auch über die Jahrzehnte quer durch sämtliche politischen Verhältnisse in Venezuela. Die Daseinsvorsorge, ein weites Feld, muss ich jetzt wirklich auf meine Uhr gucken, dass ich da nicht zu lange drüber rede. Ich glaube, wir können nicht über anderes Wirtschaften oder über solidarische Ökonomie reden und über Privatisierungen schweigen. Weil Privatisierung entziehen uns ja die Grundlage. Privatisierung entziehen die Grundlage an Ressourcen, an Infrastrukturen, an all dem, worauf Menschen existenziell angewiesen sind, was Menschen zum Leben brauchen. Insofern gehört für mich eigentlich zur solidarischen Ökonomie auch der Kampf gegen Privatisierungen mit dazu. Wir versuchen das im Verein Gemeingut in Bürgerinnenhand zum Beispiel, der aus der Attac Antiprivatisierungs AG mal entstanden ist, setzen uns dafür ein, dass öffentliche Güter vergesellschaftet werden, nicht privatisiert werden, auch nicht mit solchen PPPs, also solchen versteckten Privatisierungen mit Geheimverträgen, die kein Mensch mehr versteht, die nur unterm Strich wundersamerweise immer den Privaten nützen und immer die öffentliche Hand schädigen. Wir haben in Berlin verschiedene Tische, die sich für die öffentlichen Infrastrukturen einsetzen und an denen sich auch jeweils aber nochmal Fragen festmachen lassen. Zum Beispiel der Berliner Wassertisch war ja mit seinem Volksentscheid für die Offenlegung der Privatisierungsverträge so erfolgreich, dass mittlerweile das Berliner Wasser komplett rekommunalisiert worden ist, was natürlich ein super Erfolg ist. Also es wurden nicht nur die Privatisierungsverträge geöffnet, sondern dann die Privatisierung praktisch zurückgenommen. Oder ja, es wurde rekommunalisiert, aber zu Bedingungen, die dazu geführt haben, dass es auch schon Unterschriftensammlungen wieder gegen diese Art der Rekommunalisierung gab, weil nämlich den Privaten ihr Gewinn bis, glaube ich, ins Jahr 2028 im Vorhinein der entgangene Gewinn ihnen entgolten wurde. Ja, also es zu einem viel zu teuren Preis rekommunalisiert wurde, sodass oftmals in diesen Privatisierungs-Rekommunalisierungskreisläufen auch da bei jeder Veränderung immer die Privaten gewinnen, ja, und eigentlich das Öffentliche ausplündern. Beim Berliner S-Bahn-Tisch, der S-Bahn ist ja ein öffentliches Unternehmen, aber es ist eben ein Unternehmen, was zum öffentlichen Konzern der Bahn AG gehört, die mal so für den Börsengang ursprünglich so aufgehübscht werden sollte, dass dann zum Beispiel auch die ganzen Reparaturwerkstätten ganz viel so kaputt gespart worden ist, dass ja die Berliner S-Bahn mittlerweile schon so ein Objekt ist, wo vielleicht die ganze Republik irgendwie entsetzt drauf guckt oder auch oft lacht vielleicht, weil sie fährt eben nicht immer so, wie sie sollte und zeigt, dass also öffentliches Unternehmen nicht beweist, dass es so richtig gut ist und so richtig gut funktioniert. Aber da ist halt in der S-Bahn dieser Privatisierungsdrive von der angedachten Bahn AG Privatisierung an der Börse einfach hat sich dort niedergeschlagen. Ja. Das heißt, öffentliche Unternehmen können auch wie private kaputtgewirtschaftet werden. Ich selber bin am Berliner Energietisch. Wir haben ja ganz knapp durch eine Intrige im letzten Jahr unseren Volksentscheid verloren, weil wir für den Entscheid nicht den Termin der Bundestagswahl bekommen haben, den wir uns gewünscht hätten, sondern den Volksentscheid später durchführen mussten und dann leider ganz knapp nicht genug Leute hingekommen sind, um
anzukreuzen, dass sie die Berliner Stromnetze in öffentlicher Hand haben möchten. Jetzt wird es aber, ja, jetzt geht es darum, dass die Konzession ausgeschrieben ist und dass es immerhin aber auch ein öffentliches Unternehmen gibt, was sich auch um die Konzession für die Netze bewirbt. Um die Netze bewirbt sich auch eine Genossenschaft, Bürgerenergie Berlin. Wir haben zeitweilig auch mit ihnen kooperiert, allerdings sind es zwei grundlegend unterschiedliche Konzepte, ob man Stromnetze in öffentlicher Hand betreibt oder Stromnetze in der Hand einer Genossenschaft. Also ich bin selber wirklich überzeugte Genossenschaftlerin, aber in so einem Fall einer Großstadt finde ich es nicht richtig, die Stromnetze einer Großstadt in die Hand einer Genossenschaft zu geben, weil das letztlich auch eine Privatisierung ist. Sprich, die Netze sind in der Hand einiger weniger, die sich einkaufen in die Genossenschaft, sicher auch mit der Idee und Perspektive, die auch angeboten wird, daraus Dividende ziehen zu können, Zinserträge zu bekommen aus dem gewinnträchtigen Betrieb von Stromnetzen, weil das ein regulierter Bereich, Wirtschaftsbereich ist durch die Bundesnetzagentur mit eigentlich wenig wirtschaftlichem Risiko, eher mit Gewinnerzielungsaussichten. Insofern ist es auch die spannende Frage, wo passt eigentlich was? Also wo sind öffentliche Unternehmen vielleicht angemessener, wo sind Genossenschaften angemessener? Und das werden jeweils auch die Akteure vor Ort sicherlich nur entscheiden können. Aber eine wichtige Frage, es ist nicht identisch, es ist nicht das Gleiche. Die Frage eben, ja, Verstaatlichung, Rekommunalisierung, Vergesellschaftung, ein ganz weites Feld, auch die Frage, wie kann ein öffentliches Unternehmen demokratisch gestaltet werden? Kann ich jetzt im Einzelnen nicht ausführen, aber wir haben ja oftmals etwas, was den Privatisierungen auch Vorschub geleistet hat, leider die Erfahrung, die viele Menschen gemacht haben, öffentliche Unternehmen, da werden Politiker, Politikerinnen, ehemalige gut bezahlt, die kriegen da ihre Posten, man hat keinen Zugriff drauf, das ist wie eine Behörde, das ist, wirkt oft nicht so richtig attraktiv. Und die Frage, wie kann ein öffentliches Unternehmen demokratisch gestaltet werden, halte ich für eine ganz große, ganz, ganz wesentliche und möchte trotzdem aber auch nicht grundsätzlich, also finde auch Genossenschaften im Energiebereich ganz wichtig, aber eben nicht unbedingt im Bereich der Netzinfrastruktur, außer vielleicht in kleinen Orten, wenn wirklich Leute sagen, wir kaufen unser eigenes Netz. Ich bin selber Mitglied einer Energiegenossenschaft, die in der Lausitz sich betätigt, dort wo Vattenfall, also auch unser Gegner ja in Berlin vom Energietisch, dort in der Lausitz hat ja Vattenfall nun gerade wieder grünes Licht bekommen, wieder Dörfer zu zerstören, Menschen zu vertreiben, um an die Braunkohle zu kommen. Es gibt dort zum Beispiel die Solargenossenschaft Lausitz. Die sind entstanden eigentlich mal aus einem auch verlorenen Volksentscheid gegen dieses Abbaggern von Dörfern, haben sich dann für eine Art des Wirtschaftsprotests entschieden und errichten Solaranlagen unter anderem auf Hausdächern in Dörfern, die vom Abbaggern bedroht sind. Das fand ich ein so schönes Konzept, dass ich dort beigetreten bin. Aber natürlich machen sie auch andere Solaranlagen. Also es ist aber ja auf der in Kerkwitz, was ja ein bedrohter Ort ist, haben wir eine Solaranlage auf dem Feuerwehrhaus. Finde ich ein tricksiges, gutes Konzept. Strom, wie gesagt, ist Netzbetrieb und auch Energieproduktion. Ein vielleicht bisschen Vorbild oder ein ganz interessantes Unternehmen im Energiebereich ist in Kalifornien, das habe ich jetzt noch nicht selber angeguckt, ich war da noch nicht, habe nur einiges drüber gelesen und recherchiert. Das war ein privates Unternehmen, ist schon in den 20er Jahren durch einen Volksentscheid, sollte es rekommunalisiert werden und die privaten Eigentümer bis in die 40er Jahre rein dagegen prozessiert und sich gewehrt, bis es endlich ein öffentliches Unternehmen werden konnte. Es ist meines Wissens das einzige Beispiel weltweit, wo durch einen Volksentscheid ein Atomkraftwerk abgeschaltet worden ist. Das hätte nicht zwingend passieren müssen. Dieses SMOOT, dieses Stadtwerk in Sacramento, hatte ein AKW am Laufen. Und es ist so, dass ein Volksentscheid zwar nicht direkten Einfluss hat aufs unternehmerische Handeln, aber es gibt so ein Selbstverständnis des Unternehmens, dass die Menschen, die auf die
Energiedienstleistungen des Unternehmens angewiesen sind, also die Nutzer und Nutzerinnen, die im Einzugsgebiet leben, dass die aufgrund ihrer Eigenschaft als Bürger und Bürgerinnen Miteigentümer sind. Nicht als Genossen, die haben nichts eingezahlt, das ist ein öffentliches Unternehmen, aber eben da wird das Öffentliche wohl wirklich verstanden noch als das, was den Bürgern und Bürgerinnen gehört und zusteht. Und darum ist dieses Signal aus der Bevölkerung, wir wollen kein AKW, aufgegriffen worden und am nächsten Tag nach diesem Volksentscheid wurde damit begonnen, dieses AKW runterzufahren. Und damit war Atomkraft erledigt für diese Firma und sie sind jetzt im Bereich regenerative Energien führend und scheinen auch immer noch viel Diskussionen ringsherum zu haben, also im Sinne von Interesse der Bevölkerung dafür, wie ihr Stadtwerk funktioniert. Finde ich ganz spannend. Übrigens ähnlich auch, kürzlich war bei uns in Berlin die Anne Lestrade aus Paris. In Paris sind ja die Wasserwerke rekommunalisiert worden. Die haben auch Ansätze einer demokratischen Mitgestaltung. Ja, das ist noch ein bisschen neuer und auch hochinteressant. Der Bereich der Technologie ist ja eine wesentliche Basis von Wirtschaft. Für wen und in wessen Interesse wird eigentlich Technologie entwickelt? Das fängt ja schon in der Bildung an, das fängt an den Universitäten, in den Forschungsinstituten, überall. Also in welche Richtung, mit welcher Zielstellung denken sich Menschen eigentlich was aus? Wo geben Menschen ihre kreative Energie rein, mit welchem Ergebnis, welchem Ziel? Und was es früher schon mal ziemlich stark gab und im Moment wieder so eine ziemliche Aufwärtsentwicklung macht in Berlin an der Technischen Universität, finde ich ganz schön die Projektwerkstätten, die sich eben mit Low-Tech beschäftigen, mit Niedrigtechnologien, die ganz oftmals eigentlich für sogenannte Entwicklungsländer auch gedacht waren, auch früher, da wo vielleicht jetzt nicht so viel Energie zur Verfügung steht oder wo es auch so einfach sein soll, dass Menschen auch auf Technologie zugreifen können. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, was versteht wer überhaupt noch von welcher Technik oder wo tritt uns Technik entgegen als etwas, was uns nur eher einschüchtert und wo man immer auf Expertinnen und Experten angewiesen ist. Dort in der TU versuchen sie jetzt wieder mehr Low-Tech durchaus auch für unsere Lebensverhältnisse hier zu entwickeln. Ach, da ist gar kein weiteres Bild. Also im Bereich sei es ja vor allem so Fahrrad, also mit Fahrradantrieb Energie zu produzieren zum Beispiel oder auch mit anderen Architekturelementen und so weiter. Also interessant, finde ich. Ein anderer Ansatz, alles nur immer Beispiele natürlich, Kunststoffe aus dem Projekt Workstation mal entstanden, eine Zentralstelle für wiederverwertbare Materialien. Dort gibt es so die Auffassung, dass es eigentlich keinen Abfall gibt, sondern dass es nur, dass Kunststoff ist, also nicht im Sinne von Plastik jetzt gemeint, sondern überhaupt alles, was erstmal niemand mehr braucht, was man aber doch noch wieder verwenden könnte, für welche Zwecke auch immer. Also da werden Materialien jeder Art gesammelt und dann für Kulturprojekte oder für Schulen rausgegeben oder es werden auch Lastenfahrräder gebaut. Also auch ein Versuch, nochmal mit Material anders umzugehen. Also auch Lastenräder aus gebrauchten Bestandteilen. Ganz anderer Zugang, wieder der Blick über die Grenze. Ganz anderer Zugang in Argentinien zum Beispiel, ist in Brasilien auch ähnlich. Cartoneros, also Menschen, die darauf angewiesen sind, vom Abfall zu leben, vom Abfall sammeln zu leben, um ihre Existenz überhaupt sichern zu können. Ich habe dort mal eine Kooperative auch besucht von jemandem, der selber eigentlich Unternehmer gewesen war, der in der Krise alles verloren hatte, dann mit Frau und Kindern auf der Straße lebte und eine Müllsammlerin-Kooperative gegründet hat, weil die individuellen Müllsammler und Sammlerinnen oftmals auch betrogen wurden an den Müllannahmestellen und darum sie versucht haben, gemeinsam, kollektiv da sich eigene Strukturen zu schaffen, auch mittlerweile Müll teilweise weiter verarbeiten können. Also ein ganz anderer Ansatz, der einfach wirklich ganz von der Basis her der Sicherung der nackten Existenz dient. Also die haben ihr Gelände ihrer Kooperative direkt neben dem neben dieser Favela, in der sie leben, oder neben der Villa, so nennt man das dort in Argentinien, also dem armen Viertel. Ja, und der letzte Praxisbereich, den ich noch zeigen möchte, dass Wohnen
bei uns gerade auch in Berlin, aber anderswo ja sicherlich auch, sind viele alternative Hausprojekte aus Häuserkämpfen entstanden, aus Hausbesetzungen, wo Häuser dann irgendwann ja auch in legale Form überführt worden sind. Ein Beispiel auch für selbstverwaltetes Wohnen, das auch immer mehr Zulauf bekommt im Moment, ist das Mietshäuser-Syndikat. Das gibt es ja hier in Leipzig auch schon. Ursprünglich aus Freiburg herkommend, mittlerweile, wie gesagt, bundesweit. Das Interessante ist, der leitende Gedanke beim Mietshäuser-Syndikat ist, dass die Häuser, die dem Verbund angehören, nie wieder am Markt privatisiert werden sollen. Wohnen darf keine Ware sein, sondern soll dem menschlichen Bedürfnis nach dem Dach über dem Kopf dienen. Es ist eine Konstruktion aus GmbHs und Vereinen, hat aber zum Beispiel im Sommer 2012 einen Genossenschaftspreis bekommen für herausragendes genossenschaftliches Wirtschaften, weil sie den Genossenschaftsgedanken dieses solidarischen Miteinander vorbildlich mit anderen Rechtsformen umsetzen. Ja, und das Syndikat ist also bundesweit jetzt ganz verbreitet mit über 80 Projekten, glaube ich. Gerade im Wohnbereich finde ich, dass es wichtig ist, nochmal mitzudenken, dass dieser Selbsthilfegedanke und auch der Selbsthilfeanspruch schon auch etwas sehr Privilegiertes ist. Denn sich mit anderen zusammentun zu können, überhaupt selber die Möglichkeiten zu haben, die sozialen Möglichkeiten, vielleicht auch ökonomischen, beim Syndikat muss man nicht so viel Geld mitbringen, aber das überhaupt hinzukriegen, ist schon recht privilegiert. Viele können es nicht, es wollen auch vielleicht nicht immer alle für alles selber verantwortlich sein müssen. Und ich denke, gerade in Situationen der zunehmenden sozialen Spaltung, wie wir sie im Moment haben, glaube ich, das ist diese Selbsthilfewirtschaft ist ein wichtiges Tortenstück von dem ganzen Kuchen, aber ich denke, dass es natürlich trotzdem auch nicht ersetzt, dass es auch verantwortungsvolles Unternehmerinnentum gibt und auch verantwortungsvolle öffentliche Unternehmen, die für all die da sind, die sich nicht selber helfen können. Also das nicht vor lauter Begeisterung für die eigenen kleinen Strukturen aus den Augen zu verlieren. Es gibt auch eine Reihe von Menschen, die zum Beispiel schlichtweg hier gar nicht unternehmerisch sich betätigen dürfen, weil sie nicht den legalen Status, nicht den richtigen Pass dafür haben zum Beispiel. Und da gibt es natürlich auch viele Formen von Wohnen, die zugänglicher sind, die niedrigschwelliger sind als jetzt die alternativen Hausprojekte in alten und neuen Genossenschaften zum Beispiel, aber eben auch die öffentlichen Wohnungsgesellschaften, die ganz wichtig sind für die Versorgung. Wir haben auch eine Reihe sozialer Träger, die Wohnen organisieren. Martinswerk zum Beispiel in Berlin, was einen kirchlichen Hintergrund hat. Gut, und vielleicht ist auch das selbstgenutzte Eigentum nochmal was anderes als das Eigentum von jemandem über riesen viele Häuser, die dann anderen möglichst profitabel vermietet werden. Aber dieser Leitgedanke, eben Wohnraum darf keine Ware sein, ich denke, der ist grundlegend das Wichtige daran. Hier der Blick über die Grenze in die Schweiz nochmal, wo ursprünglich auch mal aus Hausbesetzungsbewegungen herrührend in verschiedenen Projekten jetzt versucht wird, Wohnen nachbarschaftlich zu organisieren, also ein bisschen größer zu denken, nicht nur ein einzelnes Hausprojekt, sondern in ganzen Nachbarschaften nicht nur Wohnen zu organisieren, sondern auch die Lebensmittelfrage oder vielleicht wie reinige ich meine Klamotten. Ich weiß, es gab da mal so in dem Kraftwerk 1, was schon seit langem besteht, Mimös, Mitmachmöglichkeiten, gemeinsame Wäscherei, Kita, alles mögliche, Sachen, an denen die dort wohnen, sich beteiligen können, aber nicht müssen auch. Also auch dieses, die Leute sollen das bekommen, was sie brauchen, aber niemand muss sich an allem mitbeteiligen, was natürlich auch so einen Ansatz viel Konfliktpotenzial rausnimmt aus potenziell unterschiedlichen Interessen. Das waren die Beispiele. Ich habe mal versucht, so eine Vierteilung zu machen zwischen, um vielleicht noch mal ein bisschen von einer anderen Perspektive so drauf zu gucken auf diese Praxis. Viel Selbstverwaltungswirtschaft, Selbstorganisations-, Selbsthilfewirtschaft läuft informell, läuft in ganz an der Basis, in gerade weltweit, auch in Gegenden, wo zum Beispiel die Marktwirtschaft oftmals gar nicht mehr hinreicht. Nicht alle Menschen sind ja am... Ja, ich weiß, ich habe noch 2 Minuten.
Das ist so eine einfache Form der, oder die Selbstversorgungsökonomie eben so die einfachste Form vielleicht, wo es wirklich um einen Kreis von Menschen geht. Dann, wenn sich das eine Unternehmensform gibt, der Begriff Unternehmen ist ja auch ganz vielfältig, ja. Also was man darunter verstehen kann, ist eine sehr große Bandbreite. Genossenschaften oder andere genossenschaftliche Unternehmungen in unterschiedlichen Rechtsformen, die mehr oder weniger zumindest, auch wenn sie den Mitgliedern dienen, ja in der Marktkonkurrenz bestehen müssen. Also man kann auch für die Mitglieder Sachen nicht endlos viel teurer anbieten, zum Beispiel, als es am Markt üblich ist. Sonst würden die Mitglieder natürlich die Genossenschaft zum Beispiel verlassen. Dann, wenn man noch eine Ebene weitergeht, Unternehmenskooperationen, solidarische Netzwerke, Zusammenhänge von Produzentinnen und Konsumentinnen, also von verschiedenen Einheiten, die über das eigene unternehmerische Interesse hinaus miteinander zusammenarbeiten. Und dann schlussendlich die gesamtgesellschaftliche Ebene, öffentliche Unternehmen, die Frage wirtschaftlicher Rahmenbedingungen und bis hin zur Frage internationaler Vereinbarungen. Denn Ökonomie ist global und ich denke, sie nur und ausschließlich lokal oder regional zu organisieren, macht doch heute keinen Sinn mehr. Also ich trinke gerne meinen Kaffee und Bananen wachsen hier auch noch nicht und das ist, glaube ich, auch gut so. Aber ich denke, da schlummern unendlich viele Fragen und Herausforderungen drin und damit bin ich dann nun auch am Ende, denn ich bringe natürlich auch immer gern viel mehr Fragen als Antworten mit. Niemand weiß es vielleicht so richtig, aber es ist spannend, das mal zu diskutieren. Die Frage der gesellschaftlichen Transformation war ja hier gestellt. Ja, ich denke, es geht darum, dass Menschen es tun, darüber zwar zu reden, aber nicht nur zu reden, sondern es auch wirklich zu machen. Manchmal sagen wir, die Projekte sind over-researched und underdeveloped. Also es gibt viel theoretische Beschäftigung im Moment mit anderen Wirtschaften. Aber ganz, ganz wichtig, dass Leute es auch wirklich tun. Es gibt viele Good Practices. Ich mag den Begriff Best Practice nicht so, weil er so konkurrent ist. Es gibt so viele tolle Ansätze, und sich die anzugucken, kritisch, selbstkritisch drauf zu gucken, sich trotzdem dran zu freuen. Ich denke, das kann einfach Hoffnung machen. Es sind die Menschen, wir machen das, Wirtschaft fällt nicht vom Himmel und die Ambivalenzen und Widersprüche haben ja auch ein Entwicklungspotenzial. Also nichts ist glatt, nichts ist eindeutig und in diesem Sinne, ja, kann ich eigentlich nur alle ermutigen, tut es selber. Danke. Den Rest habe ich nicht verstanden. Oder an den Genossen, die da drin sind, oder ist es wirklich Unternehmensform? Ich glaube eher, das ist die Unternehmensform. Denn gerade in Deutschland, also es ist statistisch wirklich so, dass die Insolvenzrate von Genossenschaften gravierend geringer ist als die jeder anderen Unternehmensform. Und in Deutschland gerade die großen Genossenschaften, wenn man sich jetzt anguckt, Volksbank oder die alten großen Wohnungsbaugenossenschaften oder so, das ist sind oftmals sehr pragmatische Zusammenschlüsse und das ist auch nicht so, dass jetzt alle Mitglieder da super aktiv und engagiert dabei sind. Ich denke, das ist wirklich die Konstruktion, dieses gemeinsame Verantwortung tragen und eben die fehlende Profitorientierungsausrichtung, auch wenn es sie vereinzelt bei Genossenschaften ja schon auch vielleicht gibt. Aber es ist eine andere Orientierung. Diese Mitgliederorientierung, die nimmt zum Beispiel das spekulative Element schon weitgehend raus und dieses Hochriskante. Ja? Also das, wo ja zum Beispiel ganz viele, gerade auch im Immobilienbereich, ja, wer dann da alles meinte, also man könne jetzt hier mordsmäßig Kohle verdienen mit Gewerberäumen zum Beispiel und plötzlich stand das dann alles leer und ist zusammengefallen. Ja? Da ging es um keinerlei realen Bedarf, um kein reales Bedürfnis. Da gab es gar kein Gegenüber, das war fantasiert. Ja? Da ist spekuliert worden, da ist gespielt worden und sowas geht dann halt pleite. Während wenn diejenigen da sind, also gerade in der Genossenschaft, wenn sie wie in einer Immobiliengenossenschaft zum Beispiel für die Mitglieder wirtschaftet, dann ist man ja nicht mehr am Markt, sondern man tut was für die Mitglieder, die sind vorhanden. Ja, dann hat man natürlich eine ganz andere Stabilität, als wenn man irgendwas produziert und das dann
an den Markt gibt, wo man gucken muss, wird es genommen oder nicht. Das liegt schon in der Konstruktion der genossenschaftlichen Organisation begründet. Was, wie gesagt, nicht beweist, dass jede Genossenschaft dem so folgt. Ne? Übrigens können wir uns von mir aus, sage ich jetzt mal so, also von mir aus können wir uns gerne duzen. Ich bin so eine Duzerin, wie das in genossenschaftlichen und gewerkschaftlichen Zusammenhängen, wo ich mich so rumtreibe, meist üblich ist. Aber ich will das natürlich auch niemandem aufdrängen. Aber es ist nur Einladung. Na, wie gesagt, Wasserwerke Paris. Also da saß er mit der Anne Lestrade vor 2 Wochen oder so in Berlin zusammen. Aber das muss ich selber, um da mehr drüber erzählen zu können, muss ich selber da noch mehr auch nachlesen. Und bei der Organisation von Kleinselbstständigen für Kian. Workstation ist eher das Sprungbrett davor, ne? Also Workstation ist ja eher das, um überhaupt mal für sich rauszufinden, was möchte ich wirklich, wirklich tun? Ja, orientiert sich so ein bisschen am Friedhof Bergmann. Also zum einen gibt es ja, ich selber bin eben auch Gewerkschaftsmitglied bei Verdi. Verdi ist, glaube ich, die Gewerkschaft, die als erste und auch nach wie vor am stärksten für Einzelselbstständige auch aktiv ist. Ja, und wir selber, das Netz für Selbstverwaltung und Selbstorganisation bundesweit und das Berlin-Brandenburger Netz für Selbstverwaltung und Kooperation sind mittlerweile ja auch eher so ein Freelancer-Verband und durchaus gesprächsbereit und interessiert. Und ich denke da selber eigentlich eine Menge drüber nach schon, dass wir nochmal stärker gucken sollten. Also wir haben einen Landesverband in NRW, der sehr stark wirklich so ein Unternehmensverband ist für gerade so kleine, kleinste ökologisch-demokratische Unternehmen. Da ist noch viel Entwicklungspotenzial, glaube ich. Es gibt auch OVUS, das ist so der Linkspartei nahestehender Unternehmensverband. Also es gibt schon ein paar Strukturen, die nicht so drauf sind, wie man sonst so üblicherweise denkt, wie halt Unternehmensinteressen vertreten werden. Also die Unternehmensdefinition finde ich eh eine ganz spannende Geschichte, ja. Das ist eine gute Frage. Also dafür kenne ich die Schweizer Beispiele auch leider bisher zu wenig. Ich war da noch nie. Ich möchte da gerne mal hinfahren. Kommunale Unterstützung von solchen Genossenschaften, gerade in benachteiligten Stadtgebieten, hat es immer mal wieder gegeben. Also ich meine, dass es in München, Hasenbergl oder so ist irgend so ein, glaube ich, auch soziales Stadtgebiet, da gab es mal so eine Genossenschaft, da habe ich mal von sowas gehört, das ist schon viele Jahre her. In Köln gab es mal einen Ansatz, aber da gab es, glaube ich, also Ansätze gab es immer mal. Da müsste ich richtig selber unter so einem Aspekt nochmal gucken. Also gerade in den sozialen Stadtgebieten, da gab es oft eine große Bereitschaft, in irgendeiner Form solche genossenschaftlichen Organisationen auch zu unterstützen. Auch in Berlin ist mal in Kreuzberg ein Teil von Häusern, die von der städtischen Gesellschaft, was eigentlich falsch ist an sich, finde ich, städtische Gesellschaften sollten nicht verkaufen, aber ist dann immerhin an eine Genossenschaft, ein paar Häuser an eine Genossenschaft verkauft worden, an die Ostseeplatz-Genossenschaft. Da gab es auch eine Begleitung irgendwie, ich glaube, aber durch ein Forschungsprojekt. Also ist ja auch mal noch die Frage, welche Form der Kooperation und Unterstützung, und manchmal ist es ja schon, dass jemand da das vielleicht beobachtet, kommentiert, zusammenbringt, also gibt es ganz verschiedene Ansätze. Ja, so. Mich würde interessieren, wenn du da Antworten zu hast, welchen Nischen
Naja, mit den Spielräumen ist das ja schwierig. Also ich meine, da kommt es auch wirklich, das kommt so drauf an, was du dann willst. Mir fällt da als erstes ein, wir haben mal uns mit der Frage der öffentlichen Beschaffung befasst, was ja auch ganz wichtig ist, gerade auch für kleine und Kleinstunternehmen, weil ja dieses Dogma, was immer so kommt, also die Ausschreibung geht halt nach Preis, ne? Der Billigste kriegt es und es muss eben EU-Richtlinie, ne? Es muss dann gleich immer ab einer bestimmten Größenordnung alles europaweit ausgeschrieben werden und das ist natürlich ganz fatal und ganz, ganz schwierig und ich weiß, dass das, glaube ich, auch immer wieder im Einzelfall dann so ein Feld juristischer Auseinandersetzung ist, für eine Kommune sich dann zum Beispiel die Begleitung zu holen, die es ihr ermöglicht, ihre eigenen Aufträge, und das ist ja ein enormes wirtschaftliches Volumen, ja, das auch wirklich lokal an lokale, sozial und ökologisch orientierte Unternehmen zu vergeben und nicht an irgendwelche Konzerne meinetwegen. Ja. Also das ist ein Feld, was tricksy ist, was eigentlich auch nur juristisch, glaube ich, zu lösen ist. Also ich erinnere mich an viele Veranstaltungen mit Juristen, die wir damals dazu hatten und Unsicherheiten auch seitens der Verwaltung, weil natürlich in den Verwaltungen meistens viel Angst davor ist, auch was falsch zu machen. Ja. Das ist jetzt ein bisschen größere Geschichte. Also Spielräume finde ich ganz schwierig, weil es ist, glaube ich, ganz viel hängt eigentlich auch an Beziehungen. Ich würde mal sagen, also an dem, dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt in solchen Verwaltungen, die erstmal überhaupt offen sind dafür, für dieses Thema, offen sind für die gesellschaftliche Verantwortung auch, die Wirtschaft übernehmen kann und die bereit sind, dann auch ihre Möglichkeiten da zur Verfügung zu stellen. Das kann finanzielle Förderung sein, das kann aber eben auch sein, bei einer Ausschreibung überhaupt entsprechende, also die in der Ausschreibung so zu formulieren, dass auch andere sich daran beteiligen können. Ja. Das kann sein, dass man Infrastrukturen zur Verfügung stellt, temporär, Räume, Flächen, Freiflächen oder so. Oder eben auch die Frage, wer kriegt denn eigentlich, wenn überhaupt öffentliche Liegenschaften verkauft werden, was ja eigentlich vielleicht schon ein Grundfehler ist, aber wenn verkauft wird, wer kriegt es, zu welchem Preis, zu welchen Konditionen. Ja? Also das ist ein ganz, ganz weites Feld. Ja? Oder wir haben zum Beispiel in Berlin mal gefordert, dann hört doch mal auf mit dem Verkaufen, dann gibt es wenigstens eine Erbpacht und nach dem Konzeptverfahren, also das da, also dass nicht immer die Meistbietenden das kriegen. Ne? So. Also könnte man noch viel mehr drüber sagen, aber es ist, glaube ich, erstmal vielleicht so. Es gibt viele Möglichkeiten, wenn man will. Ehrlich gesagt kann ich mir das auch nicht vorstellen. Das wäre eine Frage mal an Christian Felber oder an die Vertreter und Vertreterin dieser Gemeinwohlökonomie, wie die das genau machen. Also das ist, glaube ich, mehr ein Punktesystem, denn die streben ja auch an, du hast dann am Ende so und so viele Gemeinwohlpunkte und sie wollen ja über die einzelne bilanzielle Darlegung für ein Unternehmen hinaus, streben sie eigentlich an, dass dann Unternehmen, die viele Gemeinwohlpunkte gesammelt haben, dann auch zum Beispiel steuerliche Nachlässe oder vielleicht Vergünstigungen, weiß nicht, bei der Sozialversicherung oder irgendwie was haben. Also die sollen dann irgendwie bevorteilt werden gegenüber denen, die eben solche Punkte nicht haben. Also ich glaube, das wird nicht unbedingt ein Euro, sondern eher in Punkten meines Wissens. Aber wie sie die vergeben, keine Ahnung. Na, die machen das, die haben so eine Kreise. Also die machen das gemeinsam, mehrere Unternehmen miteinander. Das finde ich eigentlich das Spannende daran. Da treffen sich immerhin Leute, ganz real, ganz wirklich. Und ich glaube, dass da dann auch was entstehen kann. Unser Fokus. Wir haben zum Beispiel
Wir sitzen eigentlich als Bundesverband in Dortmund, aber wir haben zum Beispiel die Innova gegründet. Also wir haben uns ein bisschen auf Genossenschaften fokussiert eigentlich. Ihr kennt vielleicht die Innova, ist eine Genossenschaft hier in Leipzig, die Genossenschaften begleitet, berät bei der Gründung. Wir haben uns mal, also wir sind einer von mehreren Gründungsgenossen als Netz. Die Idee war damals vor allem, wir haben so ein EU-Projekt gehabt und da ging es vor allem darum zu gucken, wie weit Erwerbslose sich selber Arbeitsplätze schaffen können in Genossenschaften. Das hat uns viele Jahre beschäftigt, ganz schwieriges Feld. Ja. Im Moment sind da mehr Energiegenossenschaften jetzt angesagt, die natürlich was ganz anderes nochmal sind, weil das sind im Grunde Anlagegesellschaften, wo Leute Geld reingeben, um eben, ja, da mit etwas Gutem, woran sie investieren, dann auch, denke ich, ein paar Zinsen zu bekommen. Das mit den Arbeitsplätzen ist ganz schwierig. Wir haben ja ohnehin in Deutschland nicht so viel Produktivgenossenschaften. In Berlin, im Berliner Landesverband, wo ich natürlich vor allem unterwegs bin, da haben wir durchaus auch viel mit Antiprivatisierungsgeschichten zu tun und versuchen uns da auch ein bisschen politisch einzumischen. Haben auch immer wieder Versuche eigentlich der Vernetzung dieses breiten alternativökonomischen Sektors. Aber das ist nicht so einfach. Und es ist vor allem ja immer, es ist einfach ganz, ganz viel Arbeit, weil es hat eben mit Beziehungen zu tun, es hat mit Menschen zu tun, die sich dann treffen. Und das ist auch immer toll, wenn dann auch so gegenseitige Gedankenanregungen passieren. Ja, wie zum Beispiel mal eine Frau von einem Hausprojekt sagt, na schade, wir sind ja kein Unternehmen, wir gehören da ja gar nicht richtig zu. Und das ist wie ein Hausprojekt, ganz schön viel Geld wird bewegt und so. Und dann dieser Prozess zu sagen, oh, wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen im Kreis der solidarischen Ökonomie. Das ist mittlerweile konstituierender Bestandteil von deren Selbstverständnis. Also vieles auch so Bewusstseinsarbeit, nur dass wir eben Seminare geben und solche Sachen. Eigentlich, ja, vor allem den Gedanken zu verbreiten. Ja, je mehr ich darüber nachdenke, desto größer werden eigentlich die Probleme, die ich mit diesem Ansatz habe. Was mir sehr stark auffällt, ist, dass sowohl in den Interviews, die ihr gemacht habt, als auch jetzt in Ihrem Vortrag, dass es sehr stark durchdrängt von einem persönlichen Wertesystem von Gut und Schlecht, von Gemeinwohl und von Profit als Gegensatz. Es ist auf der einen Seite ist das individuell ja sehr, sehr verschieden. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es diesen Gegensatz so als dualistische Welt gibt. Auch diese Fokussierung auf die Genossenschaften halte ich für ein sehr verengtes Weltbild. Ich komme jetzt aus der Branche Bio-Lebensmittel, Bio-Landwirtschaft. Und dort ist im Prinzip eine ganze Generation von Menschen in den 70er und 80er Jahren, die angefangen haben, mit solidarischer Wirtschaft, mit Genossenschaften gescheitert am menschlichen Verhalten. Und das ist doch das Entscheidende. Das Entscheidende sind doch wir mit unserem eigenen Verhalten, mit unseren Werten, ob wir die umsetzen, ob die nur gelten, wenn wir sie anderen vorschreiben können, oder ob wir sie selber auch umsetzen in unserem Verhalten. Und da spielt auch die Rechtsform eines Unternehmens keine Rolle. Das kann ich in einer GmbH genauso wie in einer KG oder wie in einer Genossenschaft machen. Ich möchte weiterhin in Frage stellen, demokratisch für ein Unternehmen. Das ist sozusagen das Todesurteil, wenn man ein Unternehmen demokratisch gestaltet. Weil ein demokratischer Prozess wird niemals das unternehmerisch Sinnvolle hervorbringen, weil dort einfach ganz viele verschiedene Interessen, die nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, einfallen, die auch gegen das Unternehmen selber laufen. Da kommt im besten Falle, man erlebt es ja auch im Stadtrat, habe ich das sehr gut erlebt, ja, es kommt nie eine wirklich optimale Entscheidung im fachlichen Sinne zustande, sondern es
Ja, aber ich finde das ganz wichtige Einwände. Also ich finde das, bin da auch mal ganz dankbar für, ja, weil also nichts wäre schlimmer für diese aufkeimende oder wieder ein bisschen neu sich entwickelnde Bewegung oder weiß ich nicht, ob ich das so richtig benenne, anderen Wirtschaften, als wenn wir meinen würden, wir haben jetzt einfach recht und wir sind besser als andere oder so. Also darum bin ich wirklich dankbar dafür. Das ist, waren jetzt nur so viele Punkte. ja, es kommt auf den Menschen an, klar. Also eins der großen Themen, an denen ich auch wirklich mitunter schier verzweifeln könnte, wirklich, ja, ist die Frage dieser Kultur der Kooperation. Also da, ich sage manchmal auch, also so alternative Projekte, Betriebe und so weiter, die scheitern nicht an der bösen Welt und auch nicht am Geld, also jedenfalls nicht hier in unserer privilegierten Region, sondern die scheitern an sich selber, an den Beteiligten, an den Menschen, die das nicht hinkriegen, miteinander auf eine gute Art und Weise umzugehen. Das ist das Nadelöhr, wo wir alle durch müssen, ja, das Miteinander, genau das, was der Luis Razzetto ja mit seinem Faktor C auch beschrieben hat. Das ist eine riesen Herausforderung und eigentlich ja auch kein Wunder, denn so wie Menschen aufwachsen in dieser Gesellschaft, lernen sie es ja in der Regel auch nicht. Das ist ja eher, glaube ich, immer krasser, wie in der Ausbildung das schon anfängt, man auf Konkurrenz getrimmt wird und so. Das befähigt nicht gerade dazu, jetzt gemeinsam demokratisch was entwickeln zu können. Ich würde so ein bisschen sagen, also dieser Glaubenssatz, so habe ich es jetzt verstanden, also demokratisch, das kann ja nie was werden, ist, glaube ich, genauso falsch wie jeder andere Glaubenssatz, genauso falsch, wie wenn man sagen würde, es kann nur demokratisch gehen. Also ich glaube, es gibt einfach für jede Auffassung immer Beispiele, es gibt eine große Bandbreite und das Spannende ist ja, also finde ich jedenfalls, das wäre so mein Herangehen immer, da ich davon überzeugt bin, dass die demokratische Unternehmensführung immer noch die bessere ist, da ist für mich immer die Frage, wie kann es denn gehen und wie fährt es ganz sicher an die Wand? Denn natürlich, ich habe selber im Kollektivbetrieb gearbeitet, ja, und ich weiß, wie ich verzweifelt bin, wenn meine Jungs 3 Stunden auf der Baustelle gesessen haben, um zu diskutieren, wo sie welche Kabel langlegen. Ich gesagt habe, ey, das kann doch nicht sein. Und wir haben dann in der Tat zum Beispiel also beschlossen, dass es immer eine Person gibt, die für eine Baustelle verantwortlich ist, und die dann sagt, wo die Kabel gelegt werden. Denn du musst einfach die Stunden runterarbeiten, sonst verdienst du kein Geld. Ja? Und das hat sich dann auch so bewährt. Du kannst nicht alle Sachen, jedes Detail ständig und immer wieder an der Basis ausdiskutieren. Aber diese Person war jeweils demokratisch bestimmt und es hätte immer noch so eine Art Vetomöglichkeit gegeben, an der Baustelle zu sagen, ey komm, das widerspricht jetzt den, was weiß ich was, ja, Regeln, wie man halt Stromleitung verlegt. Dann hätte man sich's gemeinsam angucken müssen, ja. Also ich glaube, dass da auch nochmal in jeder Branche und je nachdem, um was für einen Betrieb es geht, auch unterschiedliche Formen möglich sein können, was auch nicht automatisch heißt, dass es besser ist, natürlich. Aber also ich bin überzeugt davon, dass Demokratie generell sowohl gesellschaftlich als auch wirtschaftlich eine Form ist, die wir aber noch nicht können. Das denke ich eher. Die Herausforderung ist, das überhaupt zu erlernen und eine Idee davon zu entwickeln und nicht alles, was vermeintlich demokratisch ist, ist auch richtig toll. Ja? Also auch die direkte Demokratie, vielleicht, weiß nicht, hängen ja auch von der AfD die Plakate irgendwie, die Schweiz wählt direkt, wir wollen jetzt auch. Vieles kommt da auch von der rechten Ecke her und so. Also das lohnt sich da schon nochmal immer ganz genau auch hinzugucken. Also so ein Label alleine sagt noch nicht viel. Was bedeutet Demokratie in diesem speziellen Fall auch. Das finde ich ist so spannend und herausfordernd, genau zu sein dabei.